meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen bei Mix It Easy bei Steffi, also zu einem Filmchen mit mir. Irgendwann kann ich das so schnell sprechen, dann versteht ihr mich überhaupt gar nicht mehr. Was gibt's heute? Ich bin ehrlich gesagt völlig im Waffelwahn, weil ich hier so total interessiert bin, wie sind so die Unterschiede zu den üblichen Waffeln und dann den Waffeln mit Quark, die ich letztens gemacht habe und jetzt zu Waffeln mit Joghurt. Ich möchte einfach wissen, wie unterschiedlich ist das so geschmacklich, zu welchem Rezept tendiere ich mehr oder sind sie alle drei gleich gut? Keine Ahnung, lass mich jetzt überraschen. Das ist ein Rezept, was ich von der lieben Anja bekommen habe. Das Rezept stammt aus der Rezeptwelt. Ich habe mir das ein bisschen umgerechnet. Ich habe es zwar jetzt in mein Cookie-Doo, in meine Kreation so importiert, wie es auch in einer Rezeptwelt steht mit den Zutaten. Ich habe es ein bisschen umgerechnet, damit ich einen kompletten Becher Joghurt verwenden kann. So, jetzt geht auch der Thermomix wieder aus. Der denkt auch, hör mal, ich verweigere die Arbeit. Aber jetzt geht's los. Es geht los. Als erstes, ich sag euch jetzt die Zutaten so, soll ich euch sagen, passt auf. Ich blende sie jetzt ein, so wie sie in der Rezeptwelt stehen. Sage euch aber, was ich reintue und setze das unten drunter so als Einblender. Ja, also, ich nehme 4 Eier. Gut. Weiter. Dann nehme ich 160 Gramm weiche Butter. Die habe ich jetzt mal ein bisschen eher rausgestellt. Obwohl, das ist ja mittlerweile so frisch im Haus. Dass, dass die Butter richtig weich auch nicht mehr wird. So, dann 3 Teelöffel Vanillezucker. Zack, 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 die sind hier drin. Mal ein bisschen lösen. Dann eine Prise Salz. Zack. Weiter. Jetzt 140 Zucker. Gucken, ob ich richtig gedingenskirchen hat, also gemessen habe. 138, den können wir mal benutzen. 375 Gramm Naturjoghurt steht hier. Ich nehme ja den ganzen Pott. Bedeutet 500. Ob das natürlich jetzt 500 sind, das weiß ich nicht. Gucken wir mal, wie viel das ist. Also hinein. Also sorry, man muss es tatsächlich so sagen, ich komme nur auf 490. Das ist wirklich unglaublich. Also 10 Gramm finde ich schon eine Menge. Aber gut, kommen wir näher. Das Ganze wird jetzt eine Minute auf der Stufe 3. Wo habe ich das? Da. Ja, was sich an der Mixtopwand befindet, also was so ein bisschen hochgerutscht ist, das schieben wir runter. Jetzt kommen. Uno momento. Also, ich habe jetzt hier 260 Gramm Mehl und 70 Gramm Speisestärke. Das machen wir jetzt auch noch hier rein. Ich hätte natürlich auch auf weitermachen können. Gut. Dann fehlt oder fehlen 1,5 bis 2 Teelöffel Backpulver. Hoppala, jetzt ist mir hier was daneben gebröselt. Machen wir auch noch rein, ne? Ja, auch noch was. Das ist von der Speisestärke hier. So, genau. Dann Deckel wieder drauf und 30 Sekunden auf Stufe 4. So, hier 30 Sekunden auf Stufe 4.
hier ist so ein bisschen an der Mixtop-Wand hochgegangen. Was schlabberst du mir jetzt die Hose ab, sag mal? So, da schiebe ich noch ein bisschen runter. Und lass das jetzt noch mal kurz auf 4 verrühren. So. Jetzt ist das schon fertig, ne? Gucken wir mal von der Teigkonsistenz her. Ist das natürlich, was heißt natürlich, ist das nicht so fest wie das gestern mit den Quarkwaffeln. Der hat hier eher eine flüssigere Konsistenz. Aber ich lasse das jetzt mal kurz stehen, damit das Mehl so ein bisschen quellen kann. Ich muss da sowieso erstmal den Teig umfüllen. Dann kann ich ihn besser portionieren im Waffeleisen, das Waffeleisen wieder rauskramen, was so anfällt, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich bin fleißig am Waffeln backen. Mache ich mal hier im Hintergrund den Fernseher aus. Ah, es ist fertig. Oder auch nicht, habe ich auch nicht ausgemacht. Es kann auch noch ein bisschen falschen Knopf. So, also. Die Waffeln sind sehr gut, finde ich. Sie sind von der Konsistenz her weicher als diese Quarkwaffel, also bei mir im Waffeleisen auf jeden Fall. Und geschmacklich auch wirklich top. Also wirklich top. Da gibt es nichts. Hier habe ich jetzt mal wieder ein bisschen zu wenig Teig genommen, dass hier das Herzchen nicht ganz ausgebreitet ist, aber egal. So, und zum Rausnehmen hier der Waffeln habe ich mir jetzt vom Pimper Chef einfach mal das Ding hier genommen. Das ist ja dieser Fischwender, ne? Der auch so ein bisschen flexibel ist. Und die sind ja auch bis 230 Grad hitzebeständig, also ideal auch fürs Waffeleisen. Ich finde die auch mega. Ich kann mich da jetzt gar nicht entscheiden, welches Rezept besser ist, ob diese normalen Waffeln, diese Toni Tinte, die ich habe, was auch hier bei YouTube ist, die Quarkwaffeln oder das. Ist irgendwie alles gut, kann mich nicht entscheiden. So, ihr Lieben, mit dem Waffelbacken bin ich fertig und während des Waffelbackens war ich gerade bei Instagram mal kurz live. Ich denke, wenn du eh hier nur so doof rumstehst, da kannst du auch ein bisschen live gehen. Also war schön, danke. Hat Spaß gemacht, sich mit euch zu unterhalten. Und jetzt kommen wir mal zum Ergebnis der Waffeln. Also das ist hier der letzte Rest, der hier in der Schüssel war. Und das hier sind jetzt die übrig gebliebenen Joghurtwaffeln. Fazit, auch super lecker. Andere Konsistenz als die Quarkwaffeln, eher mehr so wie das Toni Tinte Rezept, aber auch total lecker. Ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, was mein Favorit ist. Die Konsistenz bei den Quarkwaffeln, ob das daran liegt, weil der Teig einfach fester ist und so, hat mir unheimlich gut gefallen. Da waren sie mir ja nicht unbedingt ganz süß genug, sage ich jetzt mal. Aber ich habe sie ja, also ich habe sie ja jetzt auch ohne Puderzucker und so gegessen. Ich glaube, dann gleicht sich das wieder aus. Aber ich glaube, das ist das mit den Quarkwaffeln, das gefällt mir schon richtig gut. So von der Konsistenz her. Geschmacklich alle drei super. Kann ich wirklich nichts sagen. Deshalb würde ich sagen, ich meine, jeder von euch wird bestimmt so sein Favorite schon haben. Einfach ausprobieren. Ausprobieren. Vielleicht kommt man ja trotz des jahrelang immer gleichen Backens, desselben Rezeptes, doch nochmal auf eine andere Variante. Also, wie immer jetzt zum Abschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr ja Bock, mal bei Instagram reinzugucken. Mix it easy unterstrich bei Steffi. Ja, da bin ich ja doch ein bisschen aktiver, sage ich mal, ne? Also da kommt auch so einiges auch hier von meinen Doggies. Die sieht man jetzt nicht. Ich kippe mal, ne, die dann, wenn ich kochtechnisch unterwegs bin, auch immer mit am Start sind.
Ja, das nur mal zu dem Thema. Auch schon 100.000 Mal erwähnt, ich habe ja einen Online-Shop für Thermomix-Zubehör, www.mixiteasy.shop und einen Pampachef Online-Shop. All das findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter. Ich weiß, viele sind wieder an Corona erkrankt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt bald wieder auf die Füße, ne? Dann sage ich mal Tschüss und bis bald, eure Stevie.